Moin, moin und hallo. Nein, Spass. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Und ja, es ist seit Ewigkeiten her, als ich mal wieder so etwas gemacht habe. Ich glaube, das letzte Mal war, als ich meinen Golf geholt habe. Das könnte man sein. Und ja, jedenfalls jetzt nochmal wieder ein Vlog. Es ist jetzt momentan Donnerstag. Wir haben den 15. Ja, 15.04. Und das Wetter ist momentan draußen. Ich zeige es euch schnell. Das Wetter draussen ist eigentlich relativ okay. Ja, wir gehen jetzt raus und joggen, also beziehungsweise ich gehe joggen. Ihr könnt jetzt zuschauen, wie ich schwitze. Richtig geil. Vielleicht jetzt ein paar schöne Shots. Und ich nehme auch mal die Kamera mit. Ich filme jetzt mal das erste Mal mit der GoPro. Also das ist der erste Vlog, den ich mit der GoPro mache. Weil ich habe mal eine neue Kamera gekauft, weil mit dem Handy ist eben mittlerweile nicht mehr gegangen. Wegen dem neuen iPhone, HDR und alles. Vielleicht die, die es ein bisschen Bescheid wissen, das ist ein bisschen kacke, dann im Final Cut zum Schneiden. Egal, wir nehmen jetzt GoPro. Das ist die Hero 9, die ich hier habe, Black Edition. Und ich habe hier noch ein Stativ gekauft. Also nicht ein Gimbal, aber so etwas zum Heben halt. GoPro tut ja relativ gut selber alles ausbalancieren, muss man sagen. Und der Griff hier, wo ich jetzt die Kamera drauf habe, der ist voll. wir gehen jetzt mal ab, gut joggen ins Feld. Let's go. By the way, der Bulli hier, den ich anhabe, vorhin gesagt habe, moin moin und hallo. Wer von euch kennt noch Game One? Das ist so eine alte Game-Sendung, jetzt heisst es so Game 2, die gibt es immer noch eigentlich. Aber Game One war die erste von denen. Und der Bulli, der ist 10 Jahre alt, aber er geht mir immer noch. Also er ist schon ein bisschen klein, hat einfach recht durchgewaschen schon. Aber so zum Joggen ist eigentlich gerade ideal. Ein paar Sekunden später. So, super Licht, man kennt es. Ich bin jetzt angekommen, ich gehe jetzt joggen. Ich nehme aber nicht, natürlich nicht alles auf, wenn ich am Säckchen bin, weil das wäre ja langweilig und vor allem, ich mache glaube ich jetzt so eine gute Figur beim Säckeln, weil es ist für mich eher Kraftaufwand so etwas anderes. Aber was jetzt gerade passiert, ist ein bisschen scheiße. Ich zeige es euch schnell. Ich habe natürlich da wieder das beste Timing verwünscht. Sieht man recht das überhaupt? Ich hoffe, man sieht es. Ich weiß aber nicht, wie gut man es sieht, aber es schneit gerade ein bisschen stark draußen. Der hure April dieses Jahr ist einfach Katastrophe. Wirklich einfach Katastrophe. Okay, ich warte jetzt kurz, bis das ein bisschen abgeflacht hat hier. Dass es wieder ein bisschen abgegeben hat und dann nachher sagen wir los. Let's go! Eine Ewigkeit später. So, also, es tut jetzt immer so stark schneien. Oder was auch das immer hätte sein sollen. Und ich habe hier noch das Trink- und Kopfhörer dabei und jetzt, wie man sagen, legen wir los. Ich laufe immer bis etwas da vorne, bis zu dem Betonstreifen, der es aufhört, und dann der Kiesweg anfährt. Und das ist los eigentlich. Und ja, ich mache so meine Tour etwa so 2,5-3 Kilometer plus minus. So, also, ich bin fertig mit meinem Run. Aber nicht ganz die 2 Kilometer oder die 2,5 Kilometer gemacht, die ich wollte. Also schon jetzt mal, wenn ich jetzt so vorne laufe und dann vor bis zu meinem Auto, da habe ich schon die 2,5. Aber das Problem ist, irgendwie habe ich doch ein bisschen Mühe mit dabei. Sie verkrampfen sich gerade, wenn ich säckle. Also vor allem Pferdli. Keine Ahnung wieso. Das erste Mal. Eigentlich ist es immer so, dass man die Luft wegbleibt nach einer gewissen Zeit. Aber ich mache es immer so, dass ich 2 Tage auch joggen, 1 Tag Pause, 2 Tage wieder joggen, wieder 1 Tag Pause. Also bis zu 5 Mal in der Woche eigentlich. Und ich weiss nicht, ob das ein bisschen viel ist vielleicht. Weil, wir wissen, ich hoffe, man kühlt mich wegen Wind, weil es windet relativ stark.
Ihr müsst wissen, ich bin jetzt bald seit einem Jahr nicht mehr aktiv am Sport machen. Und jetzt 10 Wochen fange ich eigentlich wieder an. Im Sommer bin ich zwar auch 2-3 Mal joggen, aber nie so die Strecke wie jetzt und auch nicht so aktiv durchgezogen. Also auch so streng. Darum kann es auch gut möglich sein, dass es einfach dass es momentan ein bisschen viel ist noch vorbei. Vielleicht muss ich da überlegen, dass ich das vielleicht runterschraube auf einmal joggen, einmal pause, einmal joggen, einmal pause. Immer so abwechslungsreich oder weiss. Mal schauen. Jetzt gehe ich jedenfalls zurück zum Auto und dann heim. So, also ich bin jetzt daheim. Ich tue jetzt nachher baden, ich tue nicht duschen, ich glaube es ist ein bisschen warm Wasser am Bein und wenn es gerade so verkrampft sind, könnte ich gut tun. Und dann nachher nehme ich noch ein bisschen Formel 1 auf, weil ich habe keine Folge mehr und jetzt kommt Spanien, auf da habe ich Bock. Mal schauen, ob wir jetzt erstmal in die Punkte fahren. Ich freue mich richtig drauf, ehrlich gesagt, weil ja, Formel 1 ist halt eben so der Sport, den ich seit, eben, habe ich schon ein paar Mal glaube ich, gesagt habe, im Let's Play, seit etwa 10 Jahren, über 10 Jahren schon verfolge, seit 2009 sicher aktiv. Vorher habe ich es auch schon, aber seit 2009 sicher schon recht aktiv und ich war schon ein paar Mal Formel 1 Rennen und es ist einfach, ja, für andere kann es eben Fußball sein, für andere kann es irgendwie, keine Ahnung, Skifahren sein oder weiss ich was alles, für mich ist es einfach Formel 1, weil es ist einfach, keine Ahnung, ich finde es einfach geil, Technik und auch eben so wie ein paar Rennstellen in Social Media Kanäle pflegen und so, ist einfach so, für mich finde ich einfach etwas Geiles und ja, muss jetzt ein bisschen drauf eingehen. Das können wir schon mal in meinem Stream besprechen, so das ganze Formel 1 Thema, wenn ihr Bock habt. Sonst einfach bei mir in Stream reinjoinen, twitch.tv/kasel.ch, perfekte Werbung. Und ja, ich gehe jetzt baden, nach Formel 1 aufnehmen, vielleicht noch schnell zwischen etwas essen, weil ein bisschen Hunger habe ich jetzt bekommen. Und ja, let's go. Bevor dass ich gehe baden, vielleicht noch eine kleine Erklärung, wieso ich überhaupt einen Vlog aufnehme. Klar, einerseits ist der letzte Vlog schon relativ lang her und ich möchte eigentlich regelmäßig Vlogs aufladen. Das Problem ist aber halt einfach, dass momentan halt nicht möglich ist. Klar, jetzt, wir haben jetzt den 15. Ja, der Bund hat jetzt gewisse Lockerungen gemacht, aber am 19. glaube ich. Ja, mein Bier ist ja richtig rot, man, holy shit. Und dann ist vielleicht schon mal ein bisschen mehr etwas möglich, wieder zu vloggen oder etwas zu filmen. Bin ich auch froh drum. Und ja, ich habe einfach Bock, um einen neuen Vlog wieder zu machen. Darum gibt es jetzt den, auch wenn vielleicht der inhaltlich nicht so wahnsinnig viel ist. Sondern mehr so ein bisschen so, ja, ein Tag vom Meer oder so ist, keine Ahnung. Ich habe einfach Bock auf einen Vlog, darum mache ich das. Und wie gesagt, jetzt gehen wir baden, bis später. So, ich bin jetzt fertig mit Duschen, alles drum und dran. Friese ist wieder am Start. Und jetzt muss ich etwas essen. Und zwar ist sie heute mal noch das von gestern, was wir gemacht haben. Und zwar mega, mega feins. Boah, rotes Curry, richtig geil. Selber gemacht, zurück Curry an dieser Stelle noch zu zeigen. Und da hat meine Freundin mir dann noch einen Salat geholt und noch einen Ingwer-Shot. Richtig nice Ehrenfrau an dieser Stelle. Und ja, dann haue ich mir das jetzt noch rein und dann nehme ich Formel 1 auf. So, ich habe jetzt fertig gegessen und jetzt schneide ich noch schnell kurz ein Video. Hinter euch ist der PC, da mache ich dann nachher noch schnell. Und ja, dann nehme ich eben noch Formel 1 auf. Da muss ich noch schnell kurz den Laptop laden, den ich noch habe, wo ich den Ton aufnehme. Weil ich muss eben mit 2 Laptops aufnehmen. Und ja, es ist eine riesen Verkabelung. Ich zeige euch das dann nachher, wie das aussieht. Es ist eben recht viel oder recht grosser Aufwand zum Aufnehmen. Darum kommt das auch nicht regelmäßig. Aber ja, auf da habe ich schon Bock. Und wie muss sagen, wir legen los. Bis gerade. So, ich bin jetzt gerade von der ersten Aufnahmesession von F1 2020. Und ja, so sieht das aus, wenn ich F1 2020 aufnehme. also das ist halt eben der Place, wo ich den mit der Lenkrad alles. Da habe ich das Kamerastativ, wo ich mein Handy, das hier unten, wo jetzt gerade am Update ist, einspanne. Dann habe ich dort meinen alten Laptop, wo ich hauptsächlich den Ton aufnehme, also vom Mikrofon. Und dort unten habe ich dann meinen neuen Laptop, also das ist eigentlich mit dem, wo ich auch Videos schneide. Der Grund, wieso dass ich 2 Laptops nehme, ist eigentlich ganz einfach. Der Laptop hier, also mein Hauptlaptop, eigentlich hat eben zu wenig Dampf zum Mikrofon plus Game Capture gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Also Game Capture zieht so viel Strom, dass es dann nachher nicht mehr funktioniert. Darum brauche ich eben noch einen zweiten Laptop, wo ich rein nur den Ton aufnehme. Ja, und darum mache ich das so. Und ich würde mal sagen, wir legen los, das Game ist gestartet und ja, let's go. So, es ist mittlerweile schon 5:30 Uhr. Ich habe jetzt gerade vor 2 Folgen F1 2020 aufgenommen.
Die sind eben relativ aufwendig zum Aufnehmen. Wir haben schon gesehen, was ich für einen Kabelsalat habe. Aber eine Folge aufzunehmen geht etwa im Schnitt so eine Stunde. Also ja, relativ aufwendig. Jetzt tue ich dann das nebenbei hier noch schneiden. Bin hier noch am Scrubs schauen. Und ja, viel wird heute nicht passieren. Ich habe noch gehofft, dass heute unser Esstisch kommt, weil wir noch einen Esstisch bestellt haben. Der ist aber nicht gekommen. Mal schauen, vielleicht kommt er morgen. Und ja, da würde ich mal sagen, was war mit dem Vlog. Eben, viel ist nicht passiert, ich weiss, aber ich habe einfach mal Bock gehabt, wieder einen Vlog zu machen. Darum tut es mir leid, wenn jetzt der Vlog nicht so spannend war. Aber ich denke, es kommen jetzt gleich mal wieder ein paar Vlogs, die auch ein bisschen interessanter sind, weil jetzt eben das Zeug nach und nach auftut. Und ja, da würde ich mal sagen, was war mit dem Video. Merci vielmals, dass ihr es angeschaut habt. Wenn es euch gefallen, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder oder beziehungsweise im nächsten Vlog wieder. Im nächsten Part macht ja gar keinen Sinn. Oder in einem anderen Video. Bis dann sagen wir, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao.